Kannst dich auch bewegen. Dann sind die Soldaten von Answin dran, beziehungsweise allesamt. Und die gehen dann in einen ja, Sturmangriff. Und zwar Boltax reitet nach vorne, Abel mir auch. Dann sind die als erstes dran. Sturmangriff gegen Boltax. Eins, Kann ich da zwei, nochmal vorziehen oder reicht dafür drei. meine Ini nicht? Nee, dafür reicht deine Ini. Du hast Dafür ja schon reicht eine deine Aktion Ini wohl gemacht. nicht. Du kannst nämlich auch Okay. sehen, dass die anderen nämlich auch herankommen. Und zwar einmal ein Sturmangriff in Richtung von Alvan und eine gegen dich. Was, Abel, mir, du willst dich bewegen? Dann tu es. Ich hatte mir ausweichlich habe mich bewegt. Okay, mache ich gerade mal. Wo bin ich denn? Achso, ich habe mich selbst auch noch nicht bewegt. Ich hatte dich nach vorne gezogen. Du hast Okay. gesagt, du wolltest nach Welche vorne. Reichweite? Ja, Pferdegeschwindigkeit mal zwei, also. Das Was heißt? kannst normales Pferd hat 13, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also 26 Max. Oder bin ich mittendrin in den Ort? Ja, so wie ich halt. Ja, richtig. Und da wo? Da standen die Keiner. eben, die würden dann auf dich zustürmen und greifen. Ja, bin ich da. Und die greifen Federn, einmal dann. Die Ach so. greifen die Person auf den Pferden an. Es geht nicht um die Pferde, es geht um euch. Denkt dran, dass dies ein Dreier-Schwert ist. Der Sturmangriff? Nein, generell, weil sie einen Reiter angreifen. Und dann falle ich einmal Rafim in die Seite und einmal Zulamin in die Seite. Ich würfel gerade mal, es sind neun Stück. Ich würfel erstmal neun Sturmangriffe. Dann können wir mal gucken, was da so passiert. Das sind neun Stück. Gucken wir mal. 5, 6, 11, die 17, die 20 trifft nicht. Die 1 habe ich einmal. Das sind dann, wer ist denn das in der Mitte mit der 20? Ich würfel einfach mal einen. Kommt da drauf an, Du wen hast erst die zuerst von zählt. Answin angesagt, dann die von der Kurian, dann die vom Mittelreich. Also nehme ich an, wir sortieren ja auch in der Richtung durch. Ja. Und dann immer von links nach rechts, denke ich. Okay, dann fange ich an mit dem hier auf Abelmir. Das würde getroffen sein und der andere würde auch getroffen sein. Die machen Sturmangriff 1, 2. Gar nicht so viel. Plus halbe Geschwindigkeit sind 3. Sind einmal 11 TP und einmal 12 TP. Kann ich mich fies verteidigen irgendwie oder? Ja, du hast ganz normal parieren. Also, ich kann zwar parieren, richtig? Du hast dich einmal bewegt. Also einmal verteidigen. Ja, richtig. Kannst auch ausweichen. Das ist Und? gelungen. Dann bekommst du. Ja, dann weichst du. Hab den Schaden schon gewürfelt, ne? Dann wirst du dem ersten wahrscheinlich parieren. Und bekommst dann einmal 12 TP. Wohin? Musst du es bitte selber mal auswürfeln. Dann machen wir Boltax. Boltax hat auch eine 11, der hat getroffen. Sind wieder 12 TP in Boltax. Mit welcher Waffe? Heißt das Schwert. Okay, also kann ich mit einem Bernsteindolch parieren. Distanzklasse, aber ja. Solche können Schwerter parieren, ja. Und Okay. DK ist das Parieren, egal wenn du zu kurz bist, nur so lange ist richtig. Okay, gut. Wunderbar. Dann schauen wir mal, ob ich ihn pariere. Es Nein. müsste auch um 3 erleichtert sein, okay, das hilft dir trotzdem nicht. Gut, dann bekommst du 12 TP. Die 17 trifft nicht, die 20 trifft nicht. Die Dürfen mal aus. 1 wird es aber schaffen. Dürfen mal aus, wohin ich die TP kriege. 13 in dem Schildarm. Okay, ich trage kein Schild, also ganz normal. Gut, Okurian-Soldat gegen Alvan klappt nicht, der andere gegen Yalan klappt nicht, aber die 1 würde Ja, treffen. du weißt, dass jeder von denen jetzt einen Passierschlag kassiert, ja? Ja, kannst du ja machen. Gut. Der von Alvan nicht, Also, der. naja, davon Alvan kriegt von Alvan Passierschlag. Okay, ich gebe mir erstmal meinen. Die Erschwernisse musst du mir sagen, aber dies ist auf jeden Fall gelungen. Ein Zweier Bonus drin, weil ich auf einem Pferd sitze. Das sind 13 in, ist die Zone wichtig. Das rechte Bein. Sorry, es gibt eine Reiterzone, aber wir haben da keinen Ja, Makro für. passt. Also irgendwie rechter Arm passt. Okay, 13 kann ich mir notieren. 13 TP, abgezogen mit der Rüstung 4, sind 9, keine Wunde. Nächste. Lacker. Da ist noch der dritte von den Koreanern, wenn ich mich nicht täusche. Die Eins. Richtig, den von Alvan würfel ich gerade mal nicht aus. Alvan wird einfach einen von euch abnehmen. Und die 1 muss ich nochmal bestätigen. Die ist bestätigt. Halbe Parade für Yalan. Ach, Doppelter der geht wieder auf Schaden. mich. Ich dachte, er ging auf Alvan, Nee, okay. sind eine auf Alvan, zwei auf dich. Ich muss kurz gucken, ob die reicht, das ist. Sieht nicht so aus, schade. Gut, parieren wir mal mit dem Schild. Parade, ich trage jetzt mal die 10 nicht an, das werden wir dann sehen. 4, das ist gelungen. Mit dem Schild kannst du denn vom Pferd mit dem Großschild parieren, wenn sie dich auf der falschen Seite angreifen? Er ist auf deiner linken Seite. Ich Rechtshänder bin, ist mein Schild auf meiner linken Seite. Okay.
Ich meine, wie ich genau, wir sind der Straße entlang hier ausgerichtet. Warte, ich setze das mal in meinem Token. Ja, ja, richtig. Achso, ich habe eine Wunde davon gezogen. Ja, dann kannst du mal eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Ja. Ansonsten wäre es ein Schwert oder so, ja. So, die 20 ist durch, die 1 ist durch, 3, 10 und 8, das sind alles Treffer. Und zwar einer gegen Rafim, einer gegen Zulamin, einer gegen Isarun. Also Parade. Genau, ganz normal Parade. Können wir alle parieren? Ihr könnt alle parieren, klar. Kostet okay. Euch natürlich eine Parade. Aber es waren alles Sturmangriffe. Okay, dann würfel ich noch zweimal den Kurzbogen, der von oben herunter dockt. Und zwar gegen, ja, wahrscheinlich. Gehört, die möchten mich angreifen? Nee, die möchten Rafim angreifen. Oh, das ist gemein. Zweimal getroffen. Das habe ich befürchtet. Das sind Kurzbögen, wie viel Schaden? Oh, es geht sogar. Kannst du dir die Rüstung abziehen? Und dann sind meine ehrhalten Gardisten fertig, beziehungsweise natürlich die... Ich wusste es! Ach, das sind doch keine ehrhalten Gardisten. Nein. Man sieht sowieso in dem Würfel. Ganz ehrlich, wenn es nur die von Answing gewesen, ich hätte es geglaubt. Freie Aktion, ich möchte rufen, Rafim, vorne! Und dann lehne ich mich von meinem Sattel herunter und watsche den ehrhalten Gardisten, den ich gerade schon eingegeben habe. Das ist um 3 erleichtert, machen wir da schon mal einen schönen, oh, komm, er hat keine Parade mehr, machen wir einen 9er Wuchtschlag. Okay, 9er Wuchtschlag ist mal eine Ansage. Dies gelingt, das ist ein Schaden plus 9, plus 2, weil ich auf einem Pferd sitze, also plus 11. Das sind nur 23 in, ich nehme an, wieder den rechten Arm. Ja, sind minus 4, 19. Es dürften locker 2 Wunden sein. 2 Wunden. Ich würfel gerade mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ich werde im Schaden über Wundschwelle, ja, das sieht nicht gut aus. Okay, dann nehme ich ihn mal raus. Er ist nicht tot, aber ich werde ihn einfach mal als solchen aus dem Feld ziehen. Hast du noch eine Attacke? Nein. Nein, gut, dann ist. Ich möchte eigentlich gar nicht als freie Aktion mich irgendwie noch einen Schritt bewegen, um hier diese Formation zuzuhalten. Rafim hat 2 Pfeile in der Brust stecken. Ja, das ist ungünstig, aber kein Problem. Wo sind denn diese Schützen? Auf dem Dächer. Die sehen wir nicht. Ich reite bis dahin, spring von meinem Pferd und möchte noch einmal angreifen. Ja. Dann bekommst du erstmal einen Passierschlag, weil hinter dir noch einer der Soldaten stand. Passierschlag ist eine plus 8. Gerade gelungen. Ja. Nee, ist noch ein 3er Schwert, weil er auf dem Pferd ist. Ah, sehr gut. Dann ist es gerade nicht gelungen. Dann möchte ich als mit Soldaten hauen. Mit und, ja, du hast eine plus 1, weil wir zu zweit im Kampf sind. Korrekt, Überzahl. Oh, dann kriegt er einen 7er Wuchtschlag. Musst du nicht erstmal deine Waffe ziehen? Wir sind hier in Kampfeslärm reingeritten. Da bin ich mit Waffe hier reingeritten. Also wenn du Zeit hattest, Alvan das Kurzschwert zu geben, dann... Das ist richtig. Ja, ich hing gerade an zwei Herren Schwert auf dem Gaul, aber ja, ist abgesprungen. Singer. So, ja. Was war das, ein Wuchtschlag 9 oder was hast du gesagt? Wuchtschlag 7. Ich habe ja noch die eine Erleichterung, die habe ich dann einfach 24 in den Torso. Ja, ich würfel auch da gerade mal eine Selbstbeherrschungsprobe, wahrscheinlich wird er auch zusammenbrechen. Schwert um 9 oder so? Ja, Schwert um 9. Ich nehme ihn einfach mal aus dem Kampf, machen wir das schnell. Aus dem Kampf raus, bricht zusammen. So, dann ist Rafim mit seiner ersten, zweiten Aktion durch. Du hattest noch einmal pariert, dann bist du auch fertig. Ich bin fertig. Isarun, 24. Jawohl, ich möchte gerne einen verkürzten 4er Armatrutz zaubern. Eine Aktion? 2 Aktionen? Der dauert dann 2 Aktionen. Gut, dann Armatrutz zaubern, du bist fertig. Tsunami. Ich habe noch eine Aktion und... Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich bin es meiner Rolle irgendwie schuldig, in die Runde zu brüllen. Lasst die Waffen fallen, wenn ihr keine Knechte der Dämonen seid. Und damit wäre dann auch der Beweis erbracht, glaube ich. Sie lachen dich aus, und zwar alle. Würfel mal eine Überredenprobe. Oder nee, überzeugen, du bist eine Geweihte. Einschüchtern? Du bist überzeugen, du bist eine Geweihte. Wir machen das alles mit überzeugen. Aber dein herausragendes Aussehen kommt zum Tragen. Würde ich sogar zulassen, ja. Was sind das denn für Inhaltsgardisten, die sich von Geweihten bequatschen lassen? Es geht nicht darum, dass sie aufgeben, sondern es geht darum, dass sie jetzt das Feuer auf Zulamin legen. Oh.
Das als nicht rüstungstragende. Überzeugen, öffentliche Rede, ja. Es ist keine öffentliche Rede, du stehst nicht auf einem Holzpodest. Wäre mehr spotten. Du hast doch 30 Punkte über, ja, bitteschön. Ja, sie überlegen kurz, ob sie auf dich schießen und würfeln gerade mal eine Selbstbeherrschung. Ja, Selbstbeherrschung und Schwert um deine Punkte. Nö. Nee, dich sparen sie auf bis zuletzt, bis der Rest tot ist. Mira 12. Mira rennt jetzt hier um Boltax rum und möchte Rafim helfen, den Typen da anzugreifen, der ist aber schon dood. Der wird jetzt zerfleischt, alles klar. Mira zerfleischt Gesichter. Alvan ist wieder mit seinem Ehrhalten-Gardisten beschäftigt, beziehungsweise mit einem von Okurians Soldaten. Ich ziehe die beide mal raus, die kämpfen noch miteinander. Dann Boltax 15. Ja, ich würde gerne. Ich weiß nicht, gibt es Erschwernisse, wenn man von einem Pferderücken zaubert? Keine mir bekannten. Wenn du irgendeine Faxos machst, kann das sein, dass das Pferd dann nachbockt, aber der Zauber ist dann schon durch. Ich wollte den Blitz auch den hier. Gegen dessen, was manche das Pferd sehen haben, sowieso nicht mit. Haben Pferde kein angeborenes Magiegespür. Okay, wunderbar. Dann kriegt der jetzt einen Blitz in eine Aktion reingedrückt. Ja. Ich würde ja vorziehen, aber er weiß nicht, dass er verzaubert wird. Nicht mal so gut. 7. Das wird durchkommen. Dann ziehe ich mal einen auf. Wie hoch ist dein Blitz? 13? Der 13. Dann fällt er von der 13 auf die 7 und muss jetzt Abel mir angreifen. Da ziehe ich vor. Okay. Reitest du eine Aktion laufen. Kannst sogar. Nee, ich laufe. Ja. Ich laufe. Ja, ich laufe. Mein Pferd steht da noch. Keine Ahnung. Das macht halt nichts. Ja. Dann kann ich. Ach, stimmt. Ich kann sogar zweimal vorhin vorziehen. Dann haue ich ihn noch einmal. Korrekt, du kannst zweimal vor ihn vorziehen. Ja, ich geb's ihm mal eine Sechser-Finte, komm. Kann er noch parieren? Kann er noch angreifen? Ja, kann er noch ganz normal, ne? Das ist eine neue Runde, er kann noch. Er kann noch parieren, deswegen hat die Finte. Ja, kann auch gegenhalten, wenn er will. Ich pariere mal, schauen wir mal. Ist jetzt auch nicht so krass, ja. Wie ist denn die Erschwernis fürs Parieren? Durch den Blitz meine ich. Halbe ZF4 Stern, es wird erst auf Attacke verteilt. Also von der 6er Finte gehen wir runter auf die 13 und dann bleibt Boltax noch 7 halbe, das wäre eine Parade. Du musst nicht mehr davon noch abziehen, das denkst du dran? Ja. Also er pariert. Ja. Dann hast du gegen das schwarze Schild und dann kannst du das zweite Mal reinhauen. Nee, jetzt ist er ja dran. Okay, dann. Er hatte sich ja bewegt und einmal. Genau. Ich ziehe zweimal vor ihn vor, ich laufe hin, ich greife ihn an, dann ist er jetzt indie-mäßig vor mir. Ich greif weiter Abel mir an. Das habe ich befürchtet. Das könnte. Doch, mit dem Blitz wird das trotzdem gelungen sein. Aber er greift aufs Pferd an, plus 3. Plus 3 und dann mit Überzahl. Dann schlägt er wohl irgendwie. Überzahl gibt keine Erschwernis auf Attacke. Okay. Ja, aber er hat ja 3 Erschwernis, weil Abel mir auf dem Pferd dann angreift schlägt, und dann ist er geblitzt. Dann schlägt er Abel mir vorbei, alles klar. Das war zumindest der Geblitzte. Voltax hat einmal gezaubert. Ja, ich könnte das jetzt nochmal machen, aber wahrscheinlich sind erstmal die anderen alle dran. Aber fragen wir erstmal Abel mir. Ja, ich würde ebenfalls einen Blitz. Ich finde auf den machen, der gerade nicht geblitzt und irgendwie neben mir steht. Waren ja, glaube ich, 2, glaube ich, oder? 2 Stück, genau. Denn auf die anderen rufe dabei Imgiri Tuvash Tulamak. Und auch das ist gelungen. Dann verteile ich einfach mal 18 minus MR. Dann THW ist 15. Dann ist der auf der 5 und auch der muss angreifen. Dann greift auch der jetzt dich an. 1. Bestätigt? Weiß ich noch nicht genau. Doch, müsste auch bestätigt sein. Muss ja 4 Punkte abziehen von der Attacke und Parade jeweils. Ja, 19 also, minus 4 reicht trotzdem. Und dann noch die minus 3, weil. Weiter. Ja, reicht trotzdem. Na, das reicht. Also, ich kann mich trotzdem verteidigen, oder? Halbe Parade. Kannst du den Angriff von ihm nicht shippen? Oder du shippst den, wenn du noch einen Chip schickst, das Punkt hast. Du kannst ja erstmal versuchen zu parieren und dann kannst du ihn immer noch shippen, oder? Ich glaube, dann zählt's nicht mehr, oder? Oh, mir egal. Okay, dann versuch jetzt zu parieren. Würde ich auch sagen. Na, top. Easy. Yep. Geschafft. Ja, yeah, nice. Schade. Dann hat Abel mir kämpfen gelernt. In der Zeit, als ihr ihn ausgelacht habt.
Okay, genau. Dann ist Abel mir. Du musst es schon fertig. Etwas weiter eingrenzen. Hat einmal geblitzt und einmal parodiert. Dann sind die anderen Erhaltengardisten dran. Ich schaue mal, wie viele ich ja noch habe. Die beiden sind durch. Dann habe ich noch einen bei Jalan und 1, 2, 3 bei den anderen. Gut. Ja, ich möchte vorziehen. Du hast gesagt, dass sie mich nicht angreifen wollen, weil sie mich bis zum Schluss aufheben wollen. Das heißt, ich kann jederzeit offensiv umwandeln und es ist egal. Die beiden Bogenschützen wollen dich nicht spicken. Das gilt nur für die Bogenschützen. Für die Bogenschützen, ja. Die hätten dich sonst von oben beschossen. Meine Innie ist 26. Wie viel haben die da bei mir 20. stehen? Okay. Alle 20. Möchten die mich angreifen? Ich muss gerade mal schauen. Ich habe 1, 2, ja, doch. Beide würden dich angreifen, weil Rafim weggelaufen ist. Okay. Dann sage ich eine Klingenwand an. Okay, interessant. Was tut das? Ich habe einen Paradepool von 21 und ich würfle die erste Parade und dann sehen wir, wie viel übrig bleibt für die zweite Parade. Es sei gesagt, sie darf sich hinterher entscheiden, wie viele Punkte sie für die erste Parade einsetzt, weil sie Klingentänzer ist. Gut. Ansonsten müsste sie das vorher sagen, wie hoch diese Parade sein muss. Okay, dann wartest du erstmal auf den Angriff von den anderen auf der 20 und parierst dann. Genau. Okay. Jalan wollte noch vorziehen. Ja, freie Aktion, Isarun, nach vorne! Und dann nehme ich hier runter und watsch den nächsten. Der 9er Wurfschlag hat mir gefallen, das machen wir gleich nochmal. Ja. Guck gerade mal, was noch einen, der ganz normal ist. Hier steht. Dies ist locker flockig gelungen. Ja, ich mache gerade mal eine Parade. Und das ist mit einer plus 30 auch gelungen. Ach, richtig, die dürfen ja noch parieren. Ja, Säcke. Hat noch nichts getan, hat nur einmal angegriffen, der Sturmangriff ist schon vorbei. Okay. Dann hast du einmal gemacht, dann bin ich jetzt dran. Es sei denn, andere wollen noch vorziehen. Ich habe ja noch eine Aktion, ich weiß allerdings nicht. Mach einfach mal. Okay, ich würde beginnen, einen Dunkelheit zweimal verkürzt zu zaubern. Und zwar direkt hinter mich und meinem Pferd. Wie viele Aktionen braucht der Dunkelheit, wenn er zweimal verkürzt ist? Zwei Aktionen. Zwei Aktionen, dann ist also der nächste Kampfrunde durch. Genau. Warum tust du das? Naja, dass die Bogenschützen uns nicht mehr attackieren können. Ja, aber dann können wir euch aber auch nicht mehr sehen, Voltax. Das ist mir schon klar. Ich kann den ja aber jederzeit auflösen. Und gerade hat Abel mir aus Probleme. Ich würfel mal 4 Attacken. 1, 2, 3, 4. Ha! +/-0. +/-0 gelungen. Okay, also das reißende Schwert trifft jedes Mal. Ich habe keine Ansagen oder sowas drin. Einmal gegen Jalan. Machen wir erstmal die 7 gegen Jalan. Machen wir doch eine flockige, 5er Meisterparade. Mhm. Dann zweimal gegen Zulamin. 10 und 3. Nimm mal ein Schild hier unten. Gut, erste Parade. Das heißt, ich habe jetzt von den 21 aus dem Paradepool noch 11 übrig. Und wir schauen, ob die zweite Parade auch klappt. Nein, die klappt nicht. Okay, dann mache ich einmal Schaden. Nicht so viel, sind nur 8 TP. Und einmal gegen Isarun, die darf sich noch verteidigen? Ja. Ja, ich habe in der ersten Aktion meinen Armatrutz fertig gesprochen und sage jetzt noch eine Meisterparade +3 an. Ach, du mit deinem ekelhaften Schwert. Was denn? Meine beiden Schwerter sind ekelhaft. Dann hast du pariert. Zulamin hat Schaden bekommen. Ich glaube, ich bin soweit durch. Ich dürfte noch parieren. Ich muss gerade schauen. Die 20 ist fertig. Jalan hat schon. Kannst noch einen Angriff, ne? Nee, kannst noch einmal parieren. Genau. Kannst noch einmal parieren. Rafim. Warte mal. Ich habe diese Runde schon einmal vorgezogen, oder? Ja, du hast noch eine Attacke, weil du nicht zweimal vor ihn vorziehen, also nicht dreimal vor ihn vorziehen konntest. Ah, der hatte pariert, trotz des Blitzes. Ja, dann kriegt er jetzt das ist meine dritte Attacke, ne? Er hat auch noch eine zweite Attacke, weil der Schildkampf 2 hat. Ja, das kann ich nicht ändern. Kriegt er einen Sechser Finte. Genau. Ich wollte mich nur gerade sagen, dass du weiter finden könntest. Aber auch er kann weiter sein Schild gegenhauen und merkst wohl das erste Splittern von seinem Schild, wenn du dann mit deiner wuchtigen Sense dagegen hiebst. Rafim ist fertig. Isarun. Ja, Jalan hatte mir gesagt, dass wir nach vorne gehen. Also möchte ich die drei... Das waren wirklich nur die drei.
Also, ja, Entschuldigung, Jarlan, ich habe noch zwei Bogenschützen. Die greifen diesmal. Cool, cool, gib mir. Ich will sie. Sehe ich eigentlich diese Bogenschützen? Ja. Die dann möchte ich die gerne blitzen. Gibst du sie uns mal frei? Cool. Was ist denn deren Magieresistenz? Die Magieresistenz, ich guck gerade mal, ob die Irkengardisten was eingetragen haben. Du musst im Ring die Reichweite erhöhen. 6. Sonst kommst du nicht ran. Geh mal von einer 6 aus. Das ist okay. 2 Leute. 6, das haben wir schon einen Modifikator von 8 von den ganzen Dingern. Jetzt muss ich noch die Reichweite erhöhen. Einen Moment, ich guck mal. 5, also 3. Blitzer auf hohen Stufen ist so widerlich. Ich bin ein Fan. Er hat geklappt, die Bogenschützen sind jetzt erstmal ein Weilchen ausgeschaltet. Wie ist denn der Fernkampf erschwert? ZFB Stern. ZFB aber die haben 0 Stern 7. Wenn man auf 0 ist, verliert man schon die AT oder muss man unter 0 sein? Wir hatten das erst, man muss glaube ich unter 0 sein. Genau. Man muss unter 0 sein. Ich schieß einfach mal, schauen wir mal, was passiert. Denk dran, dass meine Zone der Dunkelheit. Denk dran, dass ich um 4 Punkte schwer zu treffen war. Die 2 ist getroffen. Ja, gut. Warte, wen schießt er eigentlich? Ich dachte auf mich. Auf dich. Ja, achso, cool. Da trifft er. Dann kann ich den parieren? Nee, weil er von der falschen Seite kommt, oder? Nicht drin. Den kann ich nicht parieren, weil er von der falschen Seite kommt. Also gib mir Schaden. Ja, der kommt nicht durch. Der 7. kommt nicht durch. Warte, es könnte ein Kopftreffer werden. Schön, jetzt die Kopf. Nein, er kommt nicht durch. Gut. Entschuldigung, dann hat Iserun geblitzt und ich glaube, dann bist du fertig, ne? Oder hast du noch eine Aktion? Der hat nur eine Aktion gebraucht. Nee, ich habe noch eine. Angreifen, wenn du willst. Ja, hast dann schlage ich die... Bitte? Hast du pariert? Parade lang. Ich habe pariert. Ja. Dann hast du deine beiden Aktionen aufgebraucht. Ja. Ja. Dann haben wir noch Zulamin. Die hat auch zweimal pariert. Hast du eine dritte Aktion? Das ist keine dritte Aktion. Die beiden Paraden waren eine Aktion. Dann hast du noch eine Aktion. Das heißt, ich möchte mich gern noch revanchieren. Finde 3, Wucht 3. Stimmt, auch der hat noch ein Schild in der Hand. Ach, der hat ein Schild. Nee. Auch ja, Schwert und Schild. Also du kannst die Finte auch höher ansagen, wenn du willst. Ja, gut, dann machen wir eine Finte draus. Einfach, ja, Finte 5. Finte 5. Nö. Dann wandle ich um und sag selber Wucht. Na, Wucht 2 an. Das gelingt. Wucht 2 sind 2 TP mehr, sind 15. Aua. Jetzt wird schmerzhaft. Mhm. Zumindest sind die Bogenschützen nicht mehr auf dir. Also, das ist über meiner Wunschwelle, das heißt Selbstbeherrschungsprobe. Genau. Erschwert im Schaden über Wunschwelle. Sekunde. Lass mal dann sehen, wer es. Okay. Das erste ist zum Schmerzen ignorieren. Mhm. Einfach 2 Selbstbeherrschungsproben. Nee, so einfach ist es nicht. Dann die würde jetzt, bedeuten, dass du kampfunfähig wirst. Sollte ich das shippen? Ich glaube, das wäre nicht cool, oder? Du solltest es shippen, sonst fällst du auch auf dem Pferd, da ist nochmal extra Schaden drin. Wie hoch ist deine Wunschwelle? Ja, du hast es auch in deinem Bogen stehen, unter Charakter. Die halbe ist 7 und ich bin eisern, also plus 2, dann ist sie 9. Genau. Dann hast du es exakt geschafft. Kannst du den Schmerz unterdrücken, ein brennender Stich. Es wird alles heiß und kalt gleichzeitig. Und jetzt noch eine Selbstbeherrschung mit Schwert um 4. Noch eine dritte? Die zweite war ja der Chip, also noch eine dritte, ja. Genau, um die Wunde zu ignorieren. Ist jetzt nicht so dramatisch. Nee, wenn du die nicht schaffst, ist nicht so wichtig. Aber wenn von plus 2 auf Attacke Parade, aber ist nicht so gut. Das hängt von der Zone ab, nein, du bekommst die Wunde. Da ist schon wieder eine 20, ich glaub's nicht. Dann hast du dich zumindest jetzt durchgewürfelt. Ich geb dir mal schnell eine Zone. Das ist der Schwertarm. Danke. Ja. Kannst du den Schwertarmwunde eintragen? Das ist dann tatsächlich Attacke Parade. Das geht. Du gehst in den Rüstungsbogen und da hast du an jedem Körperteil 3 Kreise. Wenn du einen davon anhackst, kriegst du eine Wunde. Und die Erschwernisse werden dann automatisch eingetragen und alles. Okay, nächste Kampfrunde, die dritte. Ich würde gerne vorziehen. Ihr wollt alle vorziehen. Lass das Boltax machen. Machen wir Boltax. Genau, meine Dunkelheit geht durch, die erscheint hier. Für eine Kampfrunde. Wie groß ist der Radius? Für eine Spielrunde. ZFB durch 2 Schritt, also 5 Schritt. 5 Schritt? Ja. 5 Schritt reicht, Radius. Das reicht, um hier zuzumachen. Er hat hier hingepointert. Er hat hier hingepointert.
Genau. Da willst du hin? Genau, da sind ja die Schützen. Ach so, ja, jetzt verstehe ich, dass sie nicht, dass sie durch die Zone hindurchschießen müssen. Richtig, ja, okay. Und damit kriegen sie den 8er Schwernis. Sie können halt noch da hinschießen, ne? Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Na gut, ich wollte es nur ansagen. Gut, dann ist der Dunkelheit durch. Erste Aktion, zweite Aktion? Zweite Aktion würde ich weiterreiten. Weiterreiten. Ja. Weil ich jetzt nicht mehr viel machen kann. Ja, bekommst aber Passierschläge. Auch wenn die halt massiv verschwert sind, aber kriegst du trotzdem. Dann reite weiter. Ja, also ich würde mich tatsächlich erstmal bis hierhin bewegen. Ja, ich würfel mal kurz zwei Passierschläge. 1, 2. Nicht geschafft. Weiter geht's. Ich wollte vorziehen. Ja, dann wollte vorziehen. Ich löse mich aus dem Kampf. Ich nehme den Passierschlag. Dann ja, netter. Und ich möchte zweimal. Würfel den erstmal. Geschafft. Warte, 9. Erschwert um 8, erschwert um 3. Ja, geschafft. Auf jeden Fall 9. Ja. Ich würfel eine Zone. Also. Der Tausend, da kommt nichts durch. Ekelhaft. Gut, ich mache zwei Angriffe zum Niederreiten. Ja. Und zwar schwupp, einmal auf ihn hier und dann im selben Gang auf ihn hier und dann mache ich die Bewegung noch bis zum Ende durch mit, keine Ahnung, 14 oder so. 13, sorry. Gut, dies ist zweimal eine Reitenprobe plus 6, die würfel ich jetzt und dann sage ich dir, was passiert, wenn ich sie schaffe. Trampelschaden? Der macht Schaden, ja, aber nicht viel. Trampeln musst du, glaube ich, nochmal extra. Und Trampeln müssen sie liegen. Wenn sie liegen, aber. Okay, diese. Patzer? Können Sie das parieren? Können Sie das das ist ein Patzer. Schippen wir das. Ich möchte nicht mal. Erstmal schippen wir das. Schade. Gott sei Dank habe ich noch einen. Okay, die sind beide gelungen. Sie können nicht parieren, sie können aber mit einer plus 8 ausweichen, wenn sie dies möchten. Dann weiche ich mal aus. Sie haben ein Ausweichen von 11. Also es ist normalerweise plus 8 und dann kommen noch Erschwernis für Distanz des Nahkampf dazu. Das müsste ein ungezielten 1 sein. Ja, kannst du beide niederreiten. Gut, dann erleiden sie jetzt einmal Niederreitenschaden. Der hängt von der Distanz, auf die ich geritten bin. Lass mich die kurz messen. Das sind 6 Meter zum ersten und 10 zum zweiten. Ich muss in die Tabelle schauen, weil Kampfregeln die Tabellen mögen. Das ist beides mal 2W6. Da ich einen Kriegswert habe, kommen da noch plus 3 drauf. Also 2W6 plus 3. Ich mache einfach einen Wurf für beide, wenn das genehm ist. Ja. So, das sind nur 7 Schaden. Ich gebe dir dann nicht mal eine Zone. Ja. Und jetzt müssen sie noch jeder eine Körperkraftprobe schaffen. Körperkraft. Das ist ein ganz normaler Angriff zum Niederwerfen. Die könnte erschwert sein, ich schaue nach. Ja, eine fällt hin. Reiten, blablabla, automatischen Angriff zum Niederwerfen. Achso, aber Pferde haben Niederwerfen 4 oder so in ihrem Ding drin. Also kommt das noch dazu. Ja, trotzdem stehen. Okay, dann fällt der eine hin. Und dann rufe ich noch freie Aktion. Alvan, bewegt euch!